Hallo, Schmerzen werden von jedem Mensch unterschiedlich wahrgenommen. Eines aber ist bei uns allen gleich. Gedankliche und meditative Ablenkung kann zur Schmerzlinderung beitragen. In diesem Fall wird die Aufmerksamkeit vom Schmerz weggelenkt, indem das Gehirn sich intensiv mit anderen Prozessen beschäftigt. In einem guten Entspannungszustand kannst du zum Beispiel die Aufmerksamkeit all deiner Sinne auf positive Bilder ausrichten. Dein Gehirn wird darauf reagieren und mit positiven Effekten in deinem Körper reagieren. Und genau das machen wir jetzt einmal zusammen. Suche dir dafür einen angenehmen Platz zum Sitzen oder Liegen. Wenn du möchtest, kannst du einen Punkt auf den Boden fokussieren oder deine Augen in deinem Tempo langsam schließen. Wunderbar. Erinnere dich jetzt einmal zurück an einen Moment oder eine Situation, in der es dir körperlich und mental gut ging. Es ist nicht wichtig, dass du dich noch genau an die Situation erinnern kannst. Wichtiger ist, dass du eine Idee davon hast, wo und wie das ungefähr war. Hast du etwas? Sehr schön. Sieh dich nun selber einmal dort, wie in einem Film, in dieser Situation, wo es dir gut geht. Lass einfach vor deinem inneren Auge Bilder entstehen, wie du dort gerade stehst, sitzt, liegst oder dich bewegst. Betrachte jetzt auch mal die Umgebung und sieh dir all die Farben an, die es dort zu sehen gibt. Ganz egal, ob es wirklich so war oder nicht, alles ist gut, was jetzt vor deinem inneren Auge auftaucht. Betrachte alle Farben, all das, was du wahrnehmen kannst in diesem Moment, wo es dir einfach gut geht. Und wie an einem Regler kannst du nun die Farben noch intensiver strahlen lassen. Genau. Dreh noch ein bisschen intensiver auf und lass sie richtig leuchten. Und nun beobachte einmal dich selbst, wie du dort gerade bist, in diesem Moment, wo es dir einfach gut geht. Wie ist deine Körperhaltung? Beobachte dich, wie du dort gerade stehst, dich bewegst, wie deine Gestik ist und wie entspannt deine Schultern und dein Atem läuft. Erkennst du auch, wie gelöst zum Beispiel deine Kiefermuskulatur dort in diesem Moment gerade ist? Und während du dich selbst betrachtest, kannst du jetzt auch hören, was dort zu hören ist. Vielleicht hörst du etwas Wind oder Blätter oder Meeresrauschen, vertraute Stimmen. Und während du lauschst, kannst du jetzt auch fühlen, wie sich deine Haut dort in diesem Moment anfühlt. Ist da vielleicht ein leichter, angenehmer Wind an deinen Armen oder Wangen zu spüren? Und während du dich selbst beobachtest, die Farben leuchten, du hören und fühlen kannst, kannst du jetzt auch in deinem aktuellen Körper wahrnehmen, dass ein klein wenig oder auch mehr von diesem guten Gefühl jetzt in dir zu spüren ist. Nimm mal genau wahr, wo in deinem Körper dieses gute Gefühl seinen Ursprung hat. Und spüre, wie es sich von dort in deinem Körper immer weiter ausbreitet. Und genau an diese Stelle legst du nun deine Hand und nimmst wahr, wie dieses wunderbar gute Gefühl dich immer weiter durchströmt. Dein ganzer Bauch wird weit, hell und wohlig weich. Deine Brust ist erfüllt. Bis hinauf zu deinem Kopf breitet sich dieses gute Gefühl in dir aus. Genieße für einen Moment dieses schöne Gefühl in dir. Und nun bereite dich langsam wieder darauf vor, zurückzukehren an den Ort, wo du gerade bist. Das gute Gefühl in dir wird bleiben. Nimm wahr, wo dein Körper vom Stuhl oder Boden getragen wird und spüre dieses gute Gefühl immer noch in deinem Körper. Bewege langsam deine Finger und Fußspitzen, blinzle mit deinen Augen, bewege mit leichten Bewegungen deine Schultern. Recke und strecke dich. Wunderbar. Willkommen zurück in deinem Tag. Bleib noch für einen Moment sitzen. Bewege dich noch ein wenig und lass deinen Blutdruck langsam wieder ansteigen. Mach diese kleine Gedankenreise öfter mal.
Wunderbar eignet sie sich während der Infusion oder auch wenn du dich für einen Moment am Tag ausruhen kannst. Du wirst sehen, wie nachhaltig gut sich das anfühlt. Ich wünsche dir alles Beste, deine Gunda Tiberius.